die mehrfache Kickbox-Weltmeisterin Dr. Christine Theiss. Seifenstein, was hat sie noch außer lange Haxen? Majestät, Frau Theiss hält bei 22 WM-Siegen. Insgesamt hat sie 36 Kämpfe gewonnen, 13 davon K.O. und sie hat keinen einzigen Kampf verloren. In was? In Kickboxen, Majestät. Kickboxen? Was ist das? Sie wollten Boxen mit Hitler? Eure Majestät wollten doch vorhin Waffen wählen. Ich biete mich an. Ah, sie ist unsere Waffe, oder was? Schau, eine Kickboxerin. Wie geht das, Seifenstein? Da haben wir da ein Bildmaterial vielleicht? Sehr wohl, Majestät. Hofbildstelle, bitte. Hat sie nicht gesehen, dass die andere schon geweint hat? Ja, das, um ehrlich zu sein, habe ich das gesehen, aber es ging in dem Moment nicht anders. Ich kann ja schlecht aufhören und sagen, tut mir leid, aber die weint. Dann habe ich verloren. Das ging nicht. Da war ich in einer dummen Situation. Aber so war es dann wenigstens zu Ende. Das war doch besser. Aber bei uns haben die anderen auch immer aufgehört, wenn es dann... Wenn ich geweint habe, dann haben die anderen genau aufgehört. Und dann habe ich gesagt, okay, du bist nicht mehr mein Freund. Und dann hab ich meiner Mutter gesagt. Und dann hab die anderen von... Die haben dann auch hergehört. Und dann bin ich so geworden, wie ich geworden bin. Na, verständnisvoll. Ich mag Menschen. Genau wie Sie. Das ist eine gute Ausbildung. Ja, gut. Sie ist eine Doktorin? Ja. Wirklich? Was hat sie studiert? Medizin. Schau, das auch noch. Und zwar in Deutschland, nicht in Österreich. Das heißt, sie kann nichts, gell? Nein, ich lehre ja jetzt nicht hier, sondern ich bin in Deutschland geblieben. Ja. Nee, ich habe tatsächlich Medizin studiert, 2007 fertig gemacht, Staatsexamen. Die Promotion war halt schon geschrieben, die habe ich dann noch komplett zu Ende gemacht, aber danach bin ich Profisportlerin geworden. Das heißt, sie haut ihre Gegner auf die Gosche und dann riecht sie es wieder her? Oder wie? Ich helfe dir. Nein, ich mache sie das machen anders. Ja die Krankenkasse ganz deppert. Ich sag vorher, wird nicht so schlimm. Ha? Ich sag vorher zu ihr, wird nicht so schlimm. Sagen Sie nicht, das wird jetzt ein bisschen wehtun. Genau. Ist aber dann gleich vorbei. Was, bei der Untersuchung oder auf den Goschen haben? Letzteres. Weiß sie überhaupt, was wir gemeint haben? Sie hat kein Wort verstanden. Auf die Pfeifen haben, auf die Goschen haben. Ja, natürlich heißt das Goschen, heißt es doch bei uns auch. Wirklich? Ja. Ich dachte, das heißt auf die 12. Nein, nicht in Bayern. Dich haben sie wohl mit der Muffe gepufft oder sowas. Um Gottes Willen, nein. Nein? Es ist ja aus Bayern, ist sie. Ja. Wo aus Bayern? Ursprünglich Bayreuth. Bayreuth? Ja. Tja. Und jetzt kann sie so richtig bayerisch arien. Na, wenn, dann fränkisch. Fränkisch? Ja, dann Bayreuth ist ja Oberfränkisch. Ja, weiß ich schon. Na, reden Sie mal fränkisch. Ich kann nicht auf Befehl fränkisch reden. Wieso nicht? Wir kennen sofort zum Beispiel auf Buffet, kennen wir oberösterreichisch reden, sie überhaupt kein Problem für mich. Ja.
Das ist der Unterschied, Eure Majestät, zwischen uns also beiden. Sie kann also nicht auf Befehl ihrer eigenen, nicht einmal die Muttersprache. Nein. So degeneriert seid ihr, ja. Beefcake. Das ist ein Wahnsinn. Total. Ein Wahnsinn. Nicht meine eigene Muttersprache nicht. Einen eigenen Dialekt. Und was hat sie noch gemacht? Also Ärztin ist sie, Kickboxerin ist sie, was ist noch? Frau Dr. Theis war unter anderem Fotomodel, Hofbildstelle. Hoppala. Schau. Wegen dem ein bisschen. Also, und schau. Schau, da war sie ganz stolz auf ihre neuen Schuhe und wollte es herzeigen. Ja. Die stehen immer noch bei mir im Schrank. Und so hoch kommt sie auf mit den Achsen. Das ist ja Wahnsinn. Ja, und das geht noch höher, aber bei den Schuhen ernsthaft? Ist es nicht so einfach. Mit den, na, boah, das werden wir jetzt, nein, das werden wir jetzt testen. Nein, aus den Schuhen geht schon, das werden wir jetzt testen. Die Schuhe sind nicht das Problem, der Rock ist das Problem. Na, dann muss auch oben der Rock, das ist es. Also, Seifenstein, wir werden den Test mit dem Apfel machen. Majestät, ich muss dringend abraten, Frau Theis ist wirklich gefährlich. Ich bin um die Sicherheit Eurer Majestät besorgt. Seifenstein, nicht wir, dann. Sie werden den Test machen. Sagt sie, warte, hören Sie her. Husch. Da. Mein Schutz für den Seifenstein. Biedermeier. Jetzt darfst du sich darauf stellen. Na, Magneto? Oh je. Na? Ich bin mir nicht sicher, ob das mit dem Rock geht. Wenn's nicht geht, wurscht, das ist eh nur der Seifenstein, nicht wir. Alter? Ja, so ist gut. Ja, ist gut. Ja. Aber es geht nicht. Die Kamera muss ich mal rumdrehen. Das sind Gentleman-Kameras, ich schau nicht. Oh Gott. Die von wegen. Na, die Kamera schaut sicher nicht. Das geht nicht. Ich hab's probiert. Wir haben jetzt gerade eine Idee gehabt, weil das wegen dem Rock nicht funktioniert hat. Sie kann jetzt in unsere Privatgemächer abgehen und sich dort was Bequemeres anziehen. Das mache ich sofort. Aber husch. Gut. Sie rückt ein Dixi-Schiff, ein Dixi-Bier, das hat sein Dixi-Schiff.